Mein Name ist Ralf Nentwich, ich bin 39 Jahre, glücklich verheiratet, habe zwei Kinder und komme aus Mochart und bin seit April der frisch gebackene grüne Landtagsabgeordnete hier im Wahlkreis Backnang. Wie bekommt man denn eine PV-Anlage aufs Dach? Also natürlich braucht man für eine PV-Anlage, die kriegt man relativ leicht aufs Dach, aber man braucht erstmal die Motivation dafür, dass man überhaupt eine PV-Anlage aufs Dach installiert. Die Motivation kann entweder von einem selber herauskommen, indem man sagt, ja, ich möchte was für den Klimaschutz tun und die Energiewende vorantreiben. Oder sie kann auch politisch motiviert sein, dass man sagt, okay, den Rahmen, den es dann gibt politisch, der bringt mich eben dazu, dass ich eine PV-Anlage aufs Dach installiere. Welche Anlagetypen gibt es denn? Zum einen gibt es natürlich die unterschiedlichen Arten, monokristalline, polykristalline Zellen, Dünnschichtzellen, also das ist eher so der technische Bereich. Dann die Solarthermieanlagen, die habe ich jetzt mal außen vor gelassen. Aber da gibt es dann auch das große Bündel, dann einfach von der Aufdachanlage bis hin zu den Solardachziegeln oder auch jetzt im Bereich Agri-Photovoltaik, was natürlich auch ein sehr spannender Bereich ist. Kann man denn stromtechnisch autark werden? Spannendes Thema, vor allem in unseren Breiten ist es natürlich nicht so, dass man das hinbekommt. Also man möchte es natürlich immer. Also ich habe selber auch eine PV-Anlage auf dem Dach und versuche es jeden Tag, meine Autarkiequote nach oben zu treiben. Jetzt gerade im Sommer funktioniert es ganz gut, da ist man bei 98-99%. Aber gerade in den Wintermonaten ist es nicht möglich. Ja, das haben Sie jetzt quasi schon mit einem Rutsch beantwortet. Was ist denn bei Ihnen auf dem Dach? Bei mir auf dem Dach ist eine 9,9 Kilowatt Peak Anlage und mit einem kleinen Batteriespeicher noch im Keller. Und ich bin jetzt gerade dabei, dass ich sie dieses Jahr noch mal ein bisschen aufrüste. Jetzt kommen noch ein paar persönliche Fragen, nämlich früher Vogel oder später Wurm? Sehr früher Vogel. Wein oder Bier? Tendenz eher Bier. Und Hund oder Katz? Bienen. Okay, vielen Dank und dann freuen wir uns auf den 1.8. mit Ihnen im Podium. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch drauf.